Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Dragner und Rado. Grüß euch. Und hey, das war Dragner doch. Dragner läuft gerade davon. Ja, ich wollte nur schauen, weil hier ist gerade doch irgendwo eine Mine hochgegangen. Ja, irgendwas habe ich gehört, ja. Ja. Rado, schöne Ansage. Ja, vielen kam, Dank. Kam flüssig rüber. Ich war zwischendurch in der Dragner Moderationsschule. Wieso war ich da noch nicht? Also wir gehen rein. Wir sind hier an dem Militärbunker. Das sieht doch aus wie ein fetter Aufzug, oder irre ich mich da? Ja, du weißt schon, dass es deine Aufgabe ist, wenn wir hier einziehen, dass der läuft, oder? Ja, klar. Vor allen Dingen liegt da was drinnen, gell? Ja, dann müssen wir erstmal raufkommen. Ja, das ist kein Problem. Kannst einen Bug benutzen. Warte, ich hab's gerade eben schon gesehen. Ja, aber der spielt doch eh keine Rolle. Also, der kann ja eh nicht weiter runterfahren. Wir sind ja schon an der Endstation hier quasi. Ja, doch, ich will hier einsteigen können. Okay. Hier warte drin mal, ist noch ich guck ein mir mal den Rucksack an. Ja, okay. Ich brauche immer noch. Hast du eigentlich gebrochene Knochen oder sowas von deinem Fall vorher? Nee, leider nicht. Okay. Na, ich hätte. Oh, ich hier sind Militärzombie da vorne. Ja. Level up. Wir sind ja so Profis. Wir haben natürlich nicht dran gedacht, dass wir. Ach scheiße, ich habe auch kein Geld dabei. Keine Profis sind. Dass wir Schlafsäcke mitgenommen hätten. Nee, so schlau sind wir nicht. Aber ich habe, müssen wir mal gucken, ob man welche bauen kann, ne? Könnte man. Hier drinnen geht es auf jeden Fall auch weiter. Oh, ich habe eine neue Axt. Das ist geil. Stufe 3 Axt. Toll, jetzt kriege ich auch noch Hunger, aber zum Essen habe ich was dabei. Eins. Hab ich vorhin mal gefunden. Oh, ich habe eine Stufe 2 Axt, eine Feuerwehraxt. Die heben wir auf jeden Fall mal auf. Kann ich zufällig ein Lagerfeuer bauen? Nee. Ah, wenn ich hätte ja eh kein Ding dabei. Okay. Also ich muss sagen, bisher, das ist ja eine Garage. Okay, hier habe ich wieder was Interessantes. Vor allen Dingen habe ich ein Wasser gefunden. Schnell runter damit. Gefütterter Brustpanzer. Brauchst du einen gefütterten... Na, den brauche ich selber. Geil. Ah, den brauche ich nicht. Ah, brauchst du einen gefütterten Brustpanzer? Warte mal. Bip. Gefütterter Brustpanzer Stufe 2 habe ich. Ich glaube, der war Stufe 3. Ja, war ist Stufe 3. Ich hau ihn dir hier in den Mülleimer rein. So. Einfach nur aus Gehässigkeit, ne? Damit er stinkt. Ja, genau. Genau so. Okay. Wir hatten also, hier schon alles durchsucht. Kann ja nicht wahr sein. Also rein theoretisch, Rado, wenn wir sagen würden, das wäre unsere Basis hier, ja? Das Tor ist wahrscheinlich das nach draußen geht. Das müssten wir raushacken. Da könnte man ein eigenes Tor reinmachen und wir hätten hier voll die Garage. Wie geil wäre das ja, denn? Ja, es ist schon mega geil hier unten. Also. Und ich habe schon einen neuen Aufzug entdeckt, ne? Okay. Also es gibt hier noch mehr zu entdecken. Das Dusche wieder alles weiß, hä? Und hier geht's auch noch weiter. Ja, und ich sehe gerade, dass du an allem vorbeiläufst. Das ist halt mal echt Wahnsinn. An was bin ich denn jetzt vorbeigelaufen? An der Kaffeemaschine oder was? Oh, das da. Ja, hier war auch noch Munition gelegen. Also ich habe Stufe 3 Alteisenbeinschienen und Stufe 5 gefütterter Brustpanzer. Boah, das ist ja nice. Den Brustpanzer ziehe ich jetzt doch mal an. Weil ich habe einen Stufe 2 Alteisenbrustpanzer, willst du den dann haben dafür? Oder lässt du lieber deinen Gefütterten an? Nö, ich lasse den Gefütterten an. Also hier ist auch ein Aufzug. Okay. Das ist, überall sind Aufzüge. Okay. Also ich glaube, okay. Das haben wir noch lange nicht
Ich hatte mir gewünscht, dass das nicht ganz so komplex ist. Oh Gott, hier sehe ich eine ganz schlimme Tür. Aber jetzt warte ich mal noch auf den Drachner. Wo treibt er sich denn eigentlich rum? Ach, da bist du. Ich gucke mir das gerade alles hier ganz genau an, weil du immer an allem vorbeiläufst. Ja, Kommen Sie mal hier rein. Zombie links. Okay, naja. Was ist denn das hier? Nix. Guck mal, die Tür hier. Ja, eine Tresortür. Da ist ein Reaktorraum drin oder sowas, wenn du da reinguckst. Was? Ja, guck mal da, wo die wenn oder eine Rakete oder so. Haben wir eine Atombombe gefunden, wollte ich gerade sagen. Ja. Ah, die ist verschlossen. Das sind bestimmt 10.000 Lebenspunkte. 7.000, okay. Ja, müssen wir mit Dietrich aufmachen, oder? Geht das? Geht nicht. Nee. Hier oben ist aber offen. Okay. Und hier ist nochmal so eine Tür. Aber guck mal, hier kann man rein. Und hier ist eine Kiste. Ach du Scheiße. Was denn? Also erstmal ja, das ist irgendeine Rakete. Wo bist du denn? Auf der anderen Seite von dir. Eieiei, hier geht man ja noch mal ein paar Meter. Oh, schau mal nach oben. Ja, da hier fehlt schon eine Rakete. Jetzt wissen wir. Hat nicht jemand gefragt, ob es eine Geschichte gibt zu diesem Spiel? Ja. Das hier ist also der Atombombenbunker von Drachner. Hier schieße ich meine Ziffer-Atombomben immer auf dich ab, meinst du? Genau. Und so ist auch... Was ich natürlich nicht tue, weil ich ja Pazifist bin. Genau. Eieieiei. Also, Rado, diese Base hier riecht für mich... Also, ist ein bisschen überdimensioniert, aber nach fortgeschrittener Base theoretisch. Ist das, schau mal durch die Fenster, ist das wieder der Raum von vorher? Ja, jetzt sind wir hinter der Tür, wo ich schon mal genau, wir sind hinter der Tür, genau. Es gibt nämlich theoretisch Bunkermodelle, da, also so tatsächlich so Blutmond-Bases. Da baust Sag mal, du wie kommen wir denn eigentlich schon wieder raus hier? Ja, wieder zurückgehen halt. Ja, dann. Ja, Bunkermodelle, entschuldige. Also Blutmond-Bases, da baust du tatsächlich hier so ein Teil hier. Zombie vor dir. Und baust in diesen Abgang runter quasi, baust du Fallen rein. Und zwar so Schredderfallen, Ventilatoren quasi. Das könnte man hier perfekt schon mal machen. Also Rado hat das Treppensteigen auch nicht so ganz gelernt, oder? Sah jetzt ein bisschen krumm aus. Ja, aber ich glaube, als echte Base ist das ein bisschen groß. Ja, ein bisschen überdimensioniert, verwinkelt. Ja, wobei ich meine, das sind halt Bereiche, die wir dann nicht mitnutzen, ne? Oder so. Ah, jetzt müssen wir hier runterspringen. Bei dir geht nichts mehr weiter, gell? Ja. Nee. Jetzt kommen wir halt auch nicht mehr rauf, gell? Ja, hier durch das Resident Evil Loch. Ja. Ich guck hier noch einmal kurz rum. Hier ist nochmal eine Tür. Die ist aber auch verschlossen. Also hier sind noch Türen und Räume, wo wir noch nicht reinkommen. Ja, wobei, die müssen nicht immer einen Zweck haben, ne? Also das haben wir ja eben auch gesehen. Dass das dann eher so, Ich komme hier nicht rein. Ah, jetzt. Oh, Hunde. Und? Der hört sich ja beim Sterben an, hä? Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, oh, habe ich mir schon gedacht, dass das so ein Ding ist. Sportraum. Cool.
glaube, hier waren wir ja vorhin schon, genau. Mit Mülleimer. 38 Steine. Hier sind doch bestimmt noch Zombies. Bücherregal. Ja, da ist ein Zombie, aber kannst. Mach ich schon. Noch ein Bücherregal. Noch ein Zombie. Hätte was zum Trinken gefunden, falls benötigt. Nö, ich hab selber was. Schauen, ob hier irgendwo ein Zombie drin steckt. Nein. Dafür was anderes. Verschlossen. Da geht's weiter. Ja, das hier ist eh die eine Tür, ne? Also das liegt hier schon wieder nebeneinander quasi. Die ist verschlossen hier. Wir müssten also hier durch das Loch. Kann doch gar nicht sein, ne? Komme ich hier nicht durch? Doch. Bücherregale hast du ja. Da war noch was drin. Hier hinten ist noch eine Kiste. Sieht aber aus wie eine Falle, finde ich, wie die Kiste da platziert ist. Weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Hier ist so ein bisschen Kleinzeug, ein bisschen Wäsche und so ein Zeug. Hinter mir die Tür zugemacht. Nee, nee. Wolltest du mich schocken oder was? Du hast was fallen lassen. Ja. Das ist doch ein Aufzug hier, ne? Ja. Hast du jetzt versucht, an die Kiste ranzukommen, nee, oder was? Ich wollte dich schlagen, aber. Ach so. Ich habe ja quasi PvP aus. Oh, hier ist eine Leiter links, ne? Okay. Ich denke, wir müssen sowieso die Leiter hinauf. Ach du Scheiße, hier geht's auch noch weiter. Ja, ich glaube, bin mir nicht sicher, ob die Leiter uns irgendwo hinführt. Tja, jetzt haben wir zwei Wege. Ja, guck dir mal die Leiter an. Ich glaube nicht, dass die wirklich. Ja, doch, die könnte in den nächsten Stock führen, ne? Ja, tut sie auch. Oh, 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 oh. Hier rüberspringen ist aber. Okay. Ich hab's geschafft, aber trotzdem ist das hier oben jetzt eine Sackgasse. Hier sind zwar coole Sachen, aber jetzt ist es eine Sackgasse. Jetzt sehen wir, hier ist wieder die Garage. Wir müssen also irgendwo unten durch. Ja. Kann ich noch irgendwas zerlegen? Das Teil kann man zerlegen hier. Aber es hätte. Ich voll Depp. Oh nein. Natürlich bist du runtergefallen. Ich glaube, wir haben Pilzspornsamen. Ja, haben wir. Halt. Da musst man hin. Warum bist du so langsam? Weil ich überlastet bin. Okay.
Deswegen habe ich gerade Sachen zerlegt. Ja, habe ich tatsächlich auch schon. Aber ich habe auch. Mag man nicht glauben, aber ich habe tatsächlich schon Sachen zerlegt. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Tresortür. Und eigentlich ist hier aber nichts. Na gut, jetzt sind wir halt einmal durch. Das ist schon wieder was anders hier. Das ist schon wieder was anders. Eieieiei. Ach so, und jetzt sollen wir hier ins Rohr, oder? Vermutlich. Eieiei. Ich bin mal echt gespannt, wo wir rauskommen. Wo ist er? Ah, oh, da hinter uns. Nochmal. Stirb doch endlich. Danke. Na, ah, super. Eisenspitzhacke Stufe 2, die zerlege ich mal, oder? Ja. Weil kein Platz. Oh, hier ist ein Exit-Zeichen. Jetzt bin ich aber auch überladen. Endgültig. Jetzt bin ich auch überladen. Ich bin ja gespannt. Oh, scheiße. Hier ist schon wieder eine Kiste. Gibt der hier auf? Ja. Oh, da oben ist auch eine Kiste. Jetzt sind wir in der Cafeteria. Okay. Aber wo kommen wir dann raus? Sind wir noch im gleichen Gebäude? Naja, da bin ich mir auch nicht so sicher. Naja, da drüben haben wir schon gelootet. Zombie-Geräusche? Ja. Ach, das ist der Koch. Oh mein Gott, ich habe den Koch getötet. Oh, da kommt Kenny. Töte Kenny. Ist er tot. Aber ich höre immer noch Zombies. Ah, du kämpfst auch, okay. Ich habe immer noch Zombie-Geräusche. Ja, gucken, kann ich nicht noch irgendwas zerlegen hier? Ah, ich bin inzwischen auch vollkommen überladen, also von dem her. Plus 9 habe ich gerade. Ja, ich habe plus 17. Achso, wahrscheinlich, weil ich mehr geskillt habe als du, deswegen. Ja. Also ich habe noch 5 freie Plätze. Toll, jetzt habe ich auch noch verdorbenes Fleisch aufgehoben. Das werde ich gleich nochmal wegschmeißen. Die schmeißen wir nochmal weg. Okay. Hier haben wir alles wahrscheinlich. Bin hungrig. Ja gut, Essen habe ich. Essen habe ich. Also jetzt geht's hier weiter. Medizinschrank. Bist da du sind denn? Auch noch 2 Türen. Bei den Klos. Da bist du. Okay, ja. Ich hatte nämlich gerade ein bisschen aufgeräumt, mein Inventar. Oh, ich habe Honig übrigens gefunden. Einmal. Das ist gut. Ey, das war meine Tasche. Ich bin restlos voll. Nein, ein Slot konnte ich freimachen. Ach komm, und ich esse die 4 Beeren mal schnell. Ja, habe ich auch gerade gemacht. Was wahrscheinlich eigentlich gar nichts bringt. So, jetzt habe ich wieder 2 Slots frei. Okay, hier geht's lang. Da unten ist ein Zombie unter uns. Also da unten laufen auf jeden Fall Zombies rum. Bäh! Von rechts, Vorsicht. Okay, sonst ist hier nichts drinnen.
Wieso willst du mit der keine Doktorspielchen machen? Die hat doch so einen weißen Kittel an. Die sieht aber eher aus wie eine Wissenschaftlerin. Macht doch nichts. Die weiß bestimmt auch, wie man. Nee, komm ich. Nee. Ich verkneif's ja. Ja. Ich hab dramatische Kampfmusik. Okay, ich nicht. Ich nehme die ganzen Stühle hier mit, weil ich habe eh schon einen Haufen Leder im Inventar. Ich zerleg die alle. Ja. Also den Exit-Schildern glaube ich jetzt langsam nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Oh doch, hier ist... Nee, doch nicht. Aber es geht nach oben. Was war das? Ah, eine Mine wahrscheinlich. Ja. Okay, ich höre hier... Hast du was geprügelt? Nee, jetzt gerade nicht mehr. Dann prügelt hier auf jeden Fall irgendwas. Geh davon aus, dass du einfach nach oben gegangen bist, ne? Ja, ja, ja. Bist nicht weit hinter mir. Ich hab dich gerade gesehen. Ich hab einen Zombie gehört gerade. Ja. Oh, hier ist rotes Alarmlicht. Bei dem Aufzug hier. Sag mal, wie viele Minen gehen denn hier los? Ja, ich dachte auch, ich hätte gerade schon wieder eine gehört. Also ich glaube, das ist als Basis. Oh, ich kann hier rausgucken. Das sieht aus wie dieses kleine Zwischenhäuschen. Ja. Oh, Zombie. Oh, viele Zombies, viele Zombies, viele Zombies. Ja. Fuck. Ich habe das Gefühl, Rado wird sterben. Vor allem, wenn er sich so in den Weg reinstellt, dass ich nicht mitbügeln kann. Was Killer. Zur Hölle, ey. Killer. Das, oh, das ist der Endraum quasi. Ja, der ist ja richtig krass hier. Scheiße. Hast den Schlüssel direkt eingesackt, ja. Oder? Ja. Oh, der ist aber nicht. Die Frage ist, für was der Schlüssel ist. Ja, wahrscheinlich für das Stiff-Tool-Ding hier. Nee, konnte ich beides nicht benutzen. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Aber vielleicht können wir jetzt irgendwelche... Hast du die Klappe hier schon aufgemacht gehabt? Welche Klappe? Nach oben? Nee. Dann hätte man vielleicht hier abkürzen können. Bist du noch... Bist du schon nach oben, oder was? Ich bin nach oben. Bleib mal kurz... Ja, sollte gehen. Sollte gehen. Das sind nämlich noch ein paar Sachen drinnen. Ich habe gerade ein paar Sachen gedroppt. Jetzt kann ich hier den Rest noch einsammeln, der noch hier ist. Hast du schon alles? Ja, ja. Aber davor sagen, kein Platz und so, gell? Ja, hatte ich auch nicht. So, okay. Dann hebe ich meine Sachen wieder auf. Können wir jetzt, also ich glaube, als Basis ist es aber nicht geeignet. Nee, glaube ich auch. Das ist schon sehr heftig. Aber wir haben es... Hä, warum... Was habe ich denn jetzt? Warte mal kurz. Rado, es ist 23 Uhr, es ist Nacht übrigens. Na toll. Und jetzt gehen wir rein, oder? Wie rein? Hier rein. Ja, ja, das kann man machen. Weil draußen jetzt den ganzen Weg zurückfahren, macht ja jetzt auch keinen Sinn, oder? Macht nicht wirklich Sinn, finde ich jetzt auch nicht. Ja. Wobei, wir werden schneller. Also ich habe auf jeden Fall ein Level up. Die Frage ist jetzt, wo ich den Punkt jetzt reinstecke. In deinen Charakter. Ja, ja. Ich habe 2 Punkte sogar.
Und ein Schalldämpfer-Mod. Ein Schalldämpfer? Eine Schalldämpfer-Mod, ja. Das ist geil. Ah, ich bin tja, durstig. Wo reinstecken ist die Frage. Der Punkt ist, da wo du deine Punkte reinsteckst, ich mache mal schnell das Fenster auf, du hast ja Ziele von dem, was wir dann zukünftig bauen können, wenigstens mit dem Ingenieurszeug. Ja. Das habe ich nicht, außer beim Chefkoch eventuell. Ja. Brauchen wir hier Stärke-Level für den Berg? Gut, dann gehen wir in die Stärke rein. Dann können wir danach zumindest in den Chefkoch reingehen. Ja, da war der nächste Zombie. Ich habe einen Totengräber-Mod. 15% mehr Schaden gegen Erde. Brauchst du noch eine Brille? Ja. Schmeiße ich dir gerade runter. Dankeschön. Nerdige Brille. Yeah. Oh, Intelligenz plus 1. EP-Zuwachs ja. 10%, Fertigungszeit minus 10%, geil. Ist cool, ne? Habe ich dir jetzt eigentlich... Oh Gott, ich hab die schlechtere Brille behalten, ich Idiot. Ja, also, wir können auch gerne tauschen, mir ist es wurscht. Ja, dann tauschen wir. Gibst du mir die nochmal zurück? Ich habe vorhin die Brille gewechselt, weil ich dachte, die hätten alle dieselben Effekte. Aber das haben sie nicht. Deswegen heißt die auch nerdige Brille. Du kriegst dafür eine andere von mir, die ist auch viel cooler und viel geeigneter für dich. Harter Kerl, Sonnenbrille. Standhaftigkeit plus 1. Was ist denn Standhaftigkeit, ist die Frage. Das ist fürs Schlafzimmer relevant. Oh Gott. Mehr Lebenspunkte, ja, die hättest eigentlich du gebraucht. Also, hast du nicht gesehen, wie ich da unten gerade aufgeräumt habe? Na, das stimmt allerdings. Da möchte ich nichts dagegen sagen. Okay. Rado, wir sind bei 28 Minuten. Wir könnten ja mal die Folge dabei beenden. Hast du eine Schaufel und dabei? Und die Nacht überspringen quasi für die Zuschauer. Weil die Nacht ist ja noch langweiliger als das Let's Play ohnehin schon ist. Das stimmt. Möchte ich auch nichts dagegen sagen. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Atombunker, keine Ahnung. Ja, bis zur nächsten Folge. Servus. Servus.